Willkommen zum Podcast mit Bildungsklick.de. Wir machen Bildung zum Thema. Leider ist es auch noch nicht so damit getan, dass sie vier Werke machen und dann haben sie ein Grundschulwerk, sondern sie müssen vielfältigste Ergänzungsmaterialien machen und die würde ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Aber dann sitzen wir, glaube ich, nächste Woche noch da. Das ist im Grunde das, was Sie noch um das Lehrwerk herum bauen müssen. Und von daher können Sie sich ungefähr vorstellen, dass die Investitionen in dieses Grundschulprogramm ziemlich hoch gewesen sind. Das hat sich aber ausgezahlt. Der Markt hat uns recht gegeben. Wir sind mit Duden in Grundschule, aber auch sonst erfolgreich. Im letzten Jahr hat der Schulbuchmarkt leicht abgenommen, also zumindest ist er nicht gewachsen. Gehen so ein bisschen die Meinung auseinander. Wir haben im letzten Jahr bereits ganz ordentlich abgeschnitten, haben unsere Erwartung gegenüber dem Vorjahr wiederum steigern können. In diesem Jahr wollen wir kräftig wachsen. Wir haben aufgrund der Konzepte, also der neuen Bücher, die wir haben, haben wir sehr viele Ansatzpunkte, um zu wachsen. Wir erwarten ein zweistelliges Wachstum, auch wenn der Markt insgesamt auch jetzt nicht größer wird. Das heißt also, wir kämpfen um Marktanteile. Wir sind überzeugt davon, dass wir an der einen oder anderen Stelle deutlich bessere Konzepte haben und deswegen auch Marktanteile gewinnen können. Und da spielt die Grundschule nach wie vor eine ganz entscheidende Rolle. Die Grundschule ist im Duden-Schulbuchbereich mittlerweile die größte Redaktion, umsatzmäßig die größte Redaktion, obwohl sie eigentlich erst 2004 aus der Taufe gehoben wurde, also noch sehr, sehr jung letztendlich ist. Aber das Besondere ist eben auch im Schulbuchmarkt, dass wir mit der Marke Duden eben der einzige Schulbuchverlag sind, der mit so einer solch starken Marke kommt und der also auf eine ganz andere Art von Historie verweisen kann, warum er im Lernmarkt aktiv ist, als das vielleicht ein Schulbuchverlag ist. Das macht die Attraktivität letztendlich aus. Wir werden eigentlich Duden so weiter ausbauen, wie es geplant ist, wie es sinnvoll ist vom Markt. Wir werden aber sicherlich darüber nachdenken, wo gibt es Synergien innerhalb des Schulbuchbereiches. Gibt es die im vertrieblichen Bereich, gibt es die im logistischen Bereich, gibt es die auch im Programmbereich, dass man sagen kann, kann man nicht Kompetenzen, die an anderer Stelle vorhanden sind, kann man die eventuell nutzen, um die Marke Duden entsprechend noch beschleunigter auszubauen, als wir das jetzt aus eigener Kraft machen. Wir sehen hier große Potenziale, es auch auf die westlichen Bundesländer und den Süden Deutschlands auszudehnen und noch mehr Fachgebiete. Das ist eine starke Investition in dem Bereich, die dann erforderlich ist. Aber wir innerhalb der Gruppe sehen wir das durchaus. Also die Marke Duden ist ein wichtiges Standbein, auch innerhalb der Cornelsen-Gruppe dann, innerhalb des Schulbereichs in diesem Fall.